Hallo, ich habe die Glossbox. Ich bin ein bisschen spät dran, weil erstmal wurde die, glaube ich, später geliefert als alle anderen Boxen. Oder bei mir war die Post ein bisschen lahmarschiger. Und dann lag sie auch noch auf der Post und ich konnte die nicht sofort abholen. Deswegen kommt jetzt besser später als nie. Ich habe die immer noch nicht aufgemacht. Ich mache ja ein Unboxing-Video mit euch immer und bin immer sehr, sehr gespannt. So, auf. Wie immer das Glossy Mac. Dann die Box. Kartonchen weg. So, hier ist die Glossy Box. Dann machen wir die mal auf. Oh, wie süß. Hier ganz oben liegt ein Armband. Pack ich mal aus. Ich bin ein Armband-Freak. Ich liebe Armbänder. Da kommt auch nochmal ein Video. Und zwar habe ich von Mira zwei Armbänder bekommen. Und eins verlose ich auch noch. Ja, das ist hier das Glossy Box Armband, total süß. In so trendigen Neonfarben. Ja, sehr, sehr süß. Mal wieder reinpacken. Dann haben wir hier oben die Karte. Die gucke ich jetzt nicht an. Also hier ist die Karte. Dann wieder hier Schleifenband. So, machen wir mal auf. Und zwar habe ich hier eine Duftprobe vom Kenzo Parfüm. Der Duft ist hier reingefallen, glaube ich. Wo ist der denn? Wo ist der Duft? Der Duft ist gar nicht da. Okay. Der Duft ist weg, der Duft ist weg. Es war hier nur die leere Packung. Ja, so war das. Wo ist denn jetzt der Duft? Hier ist nur das ganze Papier. Der Duft ist weg. Dann haben wir hier ein Lipgloss von... Von was ist denn das? Was ist das für eine Marke? Kenne ich gar nicht. Ach, Sanssouci. Von Sanssouci ein roter Lipgloss. Bin ja nicht so der Lipgloss-Fan. Dann haben wir eine Lancaster After Sun 10 Maximizer. Ich habe das ja immer in groß. Ich liebe das ja. Ich nutze das ja das ganze Jahr über, weil ich ja ins Solarium gehe und ich liebe es. Muss mir das eh wieder nachkaufen. Aber das finde ich immer ganz cool. Dann haben wir ein Mini OP Eye Lack in der Farbe. Keine Ahnung, das ist so ein Grün. OP Eye ist auch ganz süß. Und dann haben wir hier noch ein. Ich fühle jetzt echt gerade, ob die Parfümprobe ist weg. Und dann haben wir hier noch eine. Fix and Rouge Balm. Also Lippen- und Rouge-Dings. In. Dreht man das jetzt auf, oder? So. Ich habe von anderen gesehen, auf Bildern oder auch im Video, dass bei denen das Balsam oder das Balm irgendwie nur zur Hälfte war oder irgendwie weggerutscht ist. Meins ist komplett voll. Wie man das sehen kann. Das riecht total nach Rosen. Rosen sind nicht so mein Fall, aber ich werde mal gucken. Das ist jetzt... Ich kann ja mal auf der Karte gucken. Natürlich und multitaskingfähig. Der ideale Balsam, um spröde Lippen oder trockene Haut wieder weich und schön zu pflegen. Achso. Originalpreis 3,95 Euro.
Ja, das Kenzo-Parfüm ist ja leider nicht da. Da ist ja nur die Verpackung. Lancaster 10 Maximizer kostet genau 31 Euro Originalgröße. Der OPI-Nagellack ist Originalpreis 16 Euro. Und der Sanssouci Brilliant Shine Everyday Lip Gloss kostet normal 12,90 Euro. Ja, also diesmal haut mich die Box nicht so um. Die davor, die waren eigentlich besser. Aber trotzdem will ich mich, also beschwere ich mich jetzt auch nicht und sag jetzt hier scheiß Box oder sonst irgendwas. Weil man kann sie ja, wenn sie einem nicht gefällt oder so, dann kann man sie ja entabonnieren. Das ist ja jedem selbst überlassen. Und ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn meine Box kommt. Und ja, das wäre dann mein kurzes Unboxing Glossy Box Video. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!